Ja, und herzlich willkommen zu dem neuen Let's Play, nämlich Project Gotham Racing 4 oder kurz PGR 4. Wir hatten uns bei diesem Projekt ja wirklich vieles gesehen. Ehrlich gesagt habe ich mich wirklich gefreut, welche Projekte ich machen würde, und ich habe mich für dieses Projekt entschieden, den vierten Teil der Project Gotham Racing Serie. So, ich drücke mal auf Start, damit wir nicht zu lange so... So, wir heißen User natürlich, weil, naja, das ist ein Emulator, den wir spielen und... Ja, dank ein paar netten Leuten aus der Discord-Community, den ich beziehungsweise aus dem anderen Kanälen kenne, haben die sozusagen den Tipp gegeben, welchen Emulator ich sozusagen nehmen könnte. So, ich muss aber ganz ehrlich sagen, der Emulator ist noch nicht funktionsreif, das heißt, es gibt ein paar Fehler und der wird höchstwahrscheinlich ein paar Bugs oder beziehungsweise solche paar Partikelfehler haben. Aber grundprinzipiell sollte er jetzt eigentlich vom Spielverlauf funktionieren. Das ist das erste Mal, dass ich diesen Projekt so starte, denn der Xbox Simulator ist nicht der beste, sozusagen. So, drücken wir auf Start. So. Wir haben zum Menü Einzelspieler, Mensch, Mehrspieler, PGR Shop, PGR auf Abruf und Optionen. So. Wir haben das jetzt so, also ich habe das ja schon bereits vor ein paar Testrunden gespielt. Muss aber zugeben, die Fahrphysik an sich, sie ist zwar Farbe, aber sie ist jetzt nicht direkt, als würde man sagen, wow, die beste Fahrphysik. Man muss sich ein bisschen mal konzentriert zu fahren, dann kriegt man das. So, Einzelspieler natürlich. Und wir gehen natürlich in der sogenannte Gotham-Karriere. Das ist sozusagen der Karrieremodus, den man hier machen würde. Denn der Arcade-Modus an sich ist nur 10 Kapiteln. Und ja, Gegenzeit haben wir schon bereits. Also Gegenzeit habe ich mir ein paar Testrunden mit den DMC DeLorean gemacht. So, aber ich werde natürlich durch die Gotham-Karriere gehen. Na dann. Sehen wir mal, was das zu bieten hat. Willkommen in der Gotham-Karrieremodus. Willkommen in der Gotham-Karrieremodus. Ihr Ziel arbeitet sich in den besten Listen nach oben und nehmen seinen bestehenden ersten Platz ein. Sehen Sie bereit, sind Sie bereit, Gas zu geben? Oh ja, klar. So, wir werden natürlich erst erstes leicht machen, denn das Spiel ist schon herausfordernd. Das wird nicht so einfach sein. Gibt es auch einen Grund, warum? Ja, gibt es jetzt zum Rennen, wo wir heute gehen, also was es zu bieten gibt. Fahren Sie einfach die verfügbaren Meisterschaft mit. Meine Garage, besuchen Sie Garage, wo Sie Ihr Fahrzeug ansehen können. Ranglistenfahrer können wir sehen, wir sind aktuell 72. Schwierigkeitsgrad haben wir das da, ja. Wir gucken mal kurz bei unserer Garage, das ist eine Besonderheit. Ja, wir können mal in der Amateurgarage gucken. Ja, das ist unsere Garage. Nicht gerade sehr viel, aber muss dazu sagen, für ein Spiel aus dem Jahre 2007 hätte ich ehrlich gesagt nicht damit gedacht, dass man so weit mit der Technik umgehen kann. Weil, zur Erinnerung, das ist jetzt nichts übelst Neues bei der Spielerei, das gab es schon bereits vorher bei Project Gotham Racing 3. Na? Und man muss dazu sagen, die Garage sieht nett aus. So. Wir haben den Bentley, dann haben wir den Audi RS4. Man muss mit der Steuerung irgendwie klarkommen, so. Ich würde es mal hier so mit dieser Steuerung machen. Dann haben wir ein Arcade-Automat hier. Geometry Wars, das haben die Entwickler auch entwickelt. Nett, oder? So. Wir verlassen die Garage natürlich. Wir gucken uns irgendwann mal später die Garage an. Wenn wir natürlich mehr Garagen freischalten, anders als beim dritten Teil. So. Ja. Gut, Garage haben wir schon bereits. So, dann gehen wir mal zu den ersten Rennen. Ja, die Asien Amateur Cup. Das sind... drei Strecken, drei Etappen. Und wir haben verschiedene Autos zu Hause. Wir haben den Ford Sierra Crossroads. Dann haben wir den Lancer Delta Integrale Evo. Ein Motorrad. Ja, es gibt ein Motorrad in diesem Spiel. Eine Camaro. Und ja, die Rest müssen wir uns kaufen, sozusagen. Wir beginnen natürlich mit dem... Richtig, mit dem Ford Sierra Crossroads. Nein, das wollte ich nicht. Und mit unserer farbenfrohen Lackierung. Nämlich mit dieser Lackierung. Genau. Wir können uns natürlich Details ansehen. Nein, das wollte ich nicht. Oh Mann, das Spiel wieder doch schon bereits Dinge.
Gotham Sportkommentar. Für Anfängerprofis. Der ES500 ist von vielen als der König der Tourenwagen bezeichnet worden, da er an dem World Touring Car Championship Series der 1980er Jahre so erfolgreich war, dass der Verstand schließlich das Reglement änderte, um den aus dem Tourenwagen auszuschießen. Ja, der war so schlimm, dass sie ihm gesagt haben, warum lassen wir den? So, dann nehmen wir das Auto. Ja, war ein bisschen auf jeden Fall interessant, die Spielereihe. Der vierte Teil war sozusagen der beste Teil, sozusagen der Abschluss. Falls es ein bisschen Slowdowns gibt, muss ich auch ganz ehrlich nochmal betonen, das ist ein Simulator. Das ist noch nicht ganz perfekt. Deswegen läuft das gerade mal auf 25 bis 30 FPS. Jetzt gibt's Watch Over Glide. Man kann natürlich gesagt nichts dafür ändern. So, wow. Was mich gerade überholt. Und das geht's natürlich um Skills. Du musst Skills zeigen. Mann, wie der Winkel das passiert. Ich muss ganz ehrlich sagen, der Emulator ist auch nicht gerade der jüngste von allen. Das ist ein älterer Emulator, der ist glaube ich so 2 Jahre alt, dieser Bild. Das ist auch glaube ich der einzige Emulator, der gerade mal. Wow, das ist die zweite Runde und ich muss wenigstens erster werden, damit ich durchkomme. Ja, der Emulator an sich, dieser Bild ist schon bereits vor 2 Jahren alt. War auch der einzige Bild, der dieses Spiel auch zulässt, weil die meisten Spiele hatten irgendwie Probleme oder Pixel-Probleme. So, den GMC Cyclone kriegen wir noch. Den kriegen wir noch. Aber ich werde ihn noch erreichen. Ich werde ihn noch erreichen. Glaubt mir, Leute. Er wird mich so einfach die Suppe wegnehmen lassen. Ich werde Erster. Ah, seht ihr? Ich bin Erster. Hehe. Und für das erste Rennen sind wir Erster geworden. 6000 haben wir die Position. Und wir haben zusätzlich auch Kudos. Das sind alles Kudos. Das heißt auf Griechisch Respekt oder Sammelpunkte oder sozusagen. So. So, wir sind jetzt aktuell Erster. 1 von 3 Rennen. So, wir haben so viel maximal Kudos. Nächste Etappe. Straßenrennen, schlagen Sie ihn, ja. Auch hier wiederum dasselbe, wie fahren Straßen. Es gibt aber nicht nur Straßenrennen in diesem Spiel. Ja, und diese Lieder, die funktionieren gar nicht. Also, es wäre der Emulator, spielt sie gar nicht ab. Jetzt habe ich vergessen. Ach ja, und es gibt eine Cockpit-Perspektive. Die fahren wir jetzt mal. Mann, ah, geht mal aus dem Weg. Ich möchte aber vorne sein. Zugegeben, die Cockpit-Perspektive. Es gibt bessere Spiele. Vor allem heute, wo wir nicht diskutieren, die Cockpit-Perspektive sehen für heutige Spiele aus. Ist ja lachhaft, aber es ist. Für ein altes Spiel sehr schön teilt. Normalerweise wird man. Wow. FPS, fang ich besser mit. Für ein altes Spiel sieht die Cockpit-Perspektive sehr gut aus. Ich muss ein bisschen mal regulieren. Ja. Wie schon gesagt, FPS-Zahl ist wegen dem Emulator so komisch. Ist leider auch das Maximalste, was ich holen kann. Kann jetzt den Emulator jetzt nicht irgendwie höher stellen, weil sonst wird das Spiel schon wieder mit Bugs und Glitches schon wieder kommen. Aber die Cockpit-Perspektive, die fällt mir vor allem der Turbo-Sound. Au. Dritter, wir müssen Erster werden. Das schaffen wir doch, Leute. Das schaffen wir. Und nicht umsonst heißt wir User. Ja gut, das können wir leider schon probieren, wie sich hat. Und schon sind wir Erster. Boah, macht das einen Spaß, mit dem Spiel zu spielen.
muss ganz ehrlich sagen, das macht mir wirklich einen heiden Spaß. Oh, super. So. Immer die Kurve. Dann ist es unmöglich. Der Koreaner am Bingyongil, oder was ist für Dame? Immer ganz gerade, was sich jemand so bezeichnen würde. Aber so heißt er eben. Beendet. So. Auch erster. Seht ihr? So schaffen wir das. 6000 normale Kudos und wie die Strecke normal verdient. Das ist doch gut für uns, oder? 2 von 3 Etappen sind wie immer noch erster. Und insgesamt in der Rennmeisterschaftsliste sind wir immer noch erster. Die würden uns jetzt nicht mehr überholen. Denn selbst die Kudos, die auf der Straße, bringen uns was. Durchbruch. Um zu gewinnen, müssen sie ablaufen. Okay. Ja. Um es kurz zu fassen, das ist eine Art Checkpoint-Rennen. Und bei diesem Checkpoint-Rennen muss ich ganz ehrlich sagen, das ist ein Modus, der speziell anders ist. Einfach nur, versuche so viele Checkpoints wie möglich zu erreichen in diesem Zeitpunkt. Und du schaffst das. Also je mehr du Checkpoints schaffst, desto besser. Hier muss ich wenigstens 5 haben, um zu gewinnen. Dann haben wir jetzt mal die Perspektive. So. Natürlich, wenn wir jetzt hier mehrere Checkpoints haben, kriegen wir zusätzlich Zeit. Wie schon gesagt, tut mir leid für die langsamen FPS-Zahl, weil, wie schon gesagt, es ist ein experimenteller Emulator, der ist noch nicht komplett reif, wie man es erwarten würde. Es gibt es performance-technisch gesehen besser, aber irgendwie muss ich mal was gucken. Ich habe ja geguckt, welche Emulatoren noch so gut spielbar sind, aber die meisten haben immer noch Fehler und unschöne Bugs sozusagen, die wirklich den Spielverlauf zerstören können. Und das ist der einzige Emulator, der vom Spielprinzip gut funktioniert. Wie ich gemerkt habe. Also es gibt wirklich keinen Ruckelfehler, der zum Beispiel zeigt, Bremse und Kupplung funktioniert nicht, Soundfehler und sowas. Aktuell habe ich jetzt noch nichts gehört. Und ja. So, jetzt bin ich jetzt Erster. Wie ich schon gesagt, ich habe das zwar auf leicht gestellt, wird aber nachher schwer, das Spiel. Wird man auch direkt bemerken. Und ich hoffe, ihr habt auch mal einen Spaß mit dem Spiel. Oh. Ja. Ach ja, ich guck mal nach, es regnet. Ja, es gibt Regeneffekte in einem alten Spiel. Mit einer Cockperspektive. Und die Regen sehen. Ja, die sehen recht gut aus für ein Spiel, das aus dem Jahre 2007. Klar. Man kann das noch besser machen, denn. Oh, die Zeit läuft irgendwie ein bisschen ab. Ist allerdings nicht so schlimm, weil ich bin schon bereits Erster. So. Ja, die Regen sehen an sich schön aus. Gab's schon bereits ein Spiel, das versucht hatte, das sehe ich nicht so meine. Jetzt ich euch mal gleich darüber, welches Spiel da meine. Denn die Project Gotham Racing, das ist eine spezielle. Ah, nein! Geh zurück, geh zurück, geh zurück! Gemacht. Denn die Project Gotham Racing ist ein spezielles Spielegenre, das aus Mischung Arcade und Simulation ist, aber auf Style geht. Ja, wir haben Spenden. Okay, wir haben aber dafür wirklich 10 Kontrollpunkte wenigstens erreicht. So, was allerdings auch ausreichend ist. So. Und wir haben von 3 Etappen sind wir immer noch Erster. Das ist sehr gut. Und jetzt gucken wir nochmal die Meisterschaft. Yep, wir sind ab sofort komplett Erster, jetzt können sie uns nicht mehr. Und die World Tour Punkte haben wir 25. Meisterschaft finden. User, sie haben folgenden Sieg erzielt. Genau. Wir sind jetzt auf Platz 67 hochgestiegen, wir waren ja vorher auf Platz 72.
Und jetzt sind wir auf... Ja. 67, was sehr gut ist. Aktuell Kudos. Da. Wir gucken mal auf PGA Shop. Das ist genau... Ja, willkommen in PGA Shop. Hier können Sie Ihre Kudos, die Sie sich in Gottemel und beim Online verdient haben, für neue Fahrzeuge und einige weitere Überraschungen ausgeben. Ja, für die Leute, die es nicht wissen, es gibt in diesem Spiel sozusagen ein In-Game-Shop. Nein, kein Geld-In-Game-Shop, sondern In-Game-In-Game-Shop. Das heißt, damit du das Auto wenigstens, beziehungsweise damit du die Autos höchstwahrscheinlich weiterfahren kannst, musst du sie so kaufen. Natürlich kann man sie gewinnen, aber hey, warum soll ich denn überhaupt extra dafür die Mühe machen? Das gibt es selten in Spielen. So. Es gibt natürlich viele verschiedene Fahrzeuge, gucken mal. Es gibt die 5 Wagen, der DMC Dion, DMC 12, 2 Lotus, der Ve und Mini Cooper plus das Motorrad. Und dann gibt es noch Streckenpaket, 2 Sesselkursen für Städte, insgesamt 16 winzige Strecken und die besten Chevrolet-Modelle, ja, ZO6, Corvette und Stingray. Und dann gibt es noch den American Pack. Uramerikanische Massacre, der Buick General, der Callaway, Sledgehammer, Cadillac und. Ich gehe fürs erste nur für die Best of British Paket. Und da seht ihr, wir haben diese 3 Autos. Ne, wir haben 3. 1, 2, 3. Ja, wir haben 5 Fahrzeuge und ein Motorrad. Und die kaufen wir natürlich. Zack. Die restlichen kaufen wir später. So. Eine Meisterschaft ist verfügbar und das machen wir jetzt mal. Das findet in Tokio statt. Wir mal, was wir für ein Fahrzeug fahren können. Wir können entweder dieses Motorrad, was wir nicht machen würden. Wir können wieder unser Ford Sierra fahren. Wir können allerdings auch den Lancer Delta Integrale Evo oder den Camaro Z28 oder wir können den SP2 SX machen. Ja, die ganzen Fahrzeuge könnt ihr nicht jetzt kaufen, weil wir dieses Pack brauchen. Da fahren wir mal den Lancer Delta. Ja, ich guck mal, welche Farbe der gut ist. Dann fahren wir mal diese Farbe. Straßenrennen gewinnen wir. Das ist problemlos. Vier Fahrzeuge wieder mal. Vier als Ranglisten. Okay, dann zu der Tag. Zeig mal, was du drauf hast. Gegen einen Lamborghini Miura. Ja klar, das spielt noch. Dank des Allradantriebs rutsche ich nicht viel. Edmond Wong ist der erste. Das ist ein Indonesier, glaube ich. Ne? Windschatten. Ja. 7 Ruhepunkte, das ist ja wirklich viel, nicht? Windschatten, nur 25. Sauberer Abschnitt, komm. Gut, sein 15. ist auch nicht gerade der schnellste gewesen. Muss mal die Erklärung machen. Kurz mal lesen. Ich vergesse jedes Mal die Erklärung zu lesen. Das mache ich jedes Mal, wenn ich in diesem Rennen fahren würde. Aber hey, die FPS ist jetzt diesmal ein bisschen stimmig. Aber da können wir jetzt eigentlich wirklich viel ändern. Kommt mir ein bisschen näher. Mit Style fährt man hier durch. Ach, wie macht das Spiel Spaß? Ist jetzt nicht so, als ob man das jetzt zum Beispiel der nervig für eine Ridge Racer zum Beispiel, das letzte Projekt hat mir auch wirklich viel Spaß gemacht. Ah, das war knapp. 2 Runden. Ich habe das jetzt gestartet, das wäre jetzt noch eine dritte Runde noch zuständig. Lancia, du schaffst das. Ja, nix, ja. 200 zusätzliche Punkte.
erster, 6000 die Position, 648. Ja, Stylepunkte, das ist auch so ein Thema, was in diesem Spiel natürlich wichtig ist. Denn anders als bei normalen anderen Rennspielen, fährt man einfach nur vorne und du gewinnst einfach nur, wenn du erster bist. In diesem Spiel kannst du aber auch gewinnen, wenn du mehr Punkte hast. Was auch ein bisschen sehr ungewöhnlich ist für die Renngenre, weil man muss ja immer wieder erster werden, damit man gewinnt, was natürlich klar ist. Aber hier hingegen ist es ein bisschen anders. Hier wieder mit Straßenrennen wieder. Ja, Style-Renngenre nennt sich dieses Spiel. Ich wollte kurz mal erwähnen, wie das dieses Genre heißt. Den Rob ist ein bisschen okay. Ich kann jetzt die Zahlen ein bisschen schwerer erkennen. Style Ranger heißt dieses Rennspiel. Das heißt, du zeigst nicht Rennsimulation oder so Simcade, sondern du fährst auch wirklich mit Style und zeigst Tricks und Skills sozusagen. Und das ist sozusagen einer der letzten Spiele mit dieser Generation, die sowas bieten. Weil die meisten Spiele sind jetzt deutlich ernster geworden oder sind einfach nur arcadisch dann später nur geworden. Ich sag mal so, Project Gotham Racing 4 ist auch leider auch das letzte Rennspiel der Genre, beziehungsweise das letzte Rennspiel der Serie Project Gotham Racing. Es sollte selbst noch einen fünften Teil geben, gibt es allerdings nicht. Und das letzte Spiel von dem Entwickler Bizarre Creation war Blur. Ja, das Mario Kart auf Autos Spiel, ne? Und, naja, sagen wir mal so, das Spiel war zwar gut, was an sich nicht schlimm war, aber es hat sich für Activision nicht sehr gut verkauft. Vorher war ja für dieses Spiel Microsoft zuständig, weil es ja exklusiv ein Titel für Xbox 360 ist, aber für Activision war später Blur, also beziehungsweise das Spiel, und das hat sich nicht so gut verkauft, dass das Entwicklerstudio leider zugemacht wurde. Ja, leider gibt es auch bis heute kein schönes Anzeichen, dass irgendwann mal ein anderes Entwicklerstudio für diese Idee Project Gotham Racing übernehmen würde. Außer ein Spiel, das die Reihe bzw. geistig nachsetzen wollte. Das ist nämlich Drive Club für die PS4. Drive Club hatte diese Anleihen ähnlich gehabt. Du zeigst Skills, du fährst, du bist nicht nur Erster, du hast eine schöne Grafik, du hast das. Also es hatte solche ähnlichen Dinge gehabt. Das war schön, ehrlich gesagt. Leider hat sich auch dieses Spiel nicht sehr gut durchgesetzt, weil das Server Probleme hatte und die Entwickler finanziell unter Schwierigkeiten geraten wurden und Sony bzw. ihren Halt nicht mehr durchhalten würde. So wurde das Entwicklungsstudio auch zugemacht. Leider traurig, aber wie schon gesagt, von dem Spiel bzw. solche Spieler-Genre mit Skill und Style findet man nicht mehr. Außer du fährst Forza Horizon, aber Forza Horizon ist ein Open-World-Rennspiel, kein Closed Racer. Was ich auch nicht dagegen habe. Oh, mein Controller vibriert jetzt zur Zeit. So. Erster, wir sind vor dem Australier. Hör auf zu vibrieren, Controller. Alter, meine Hand. Mann! In Japan, in Tokio, einer meiner Lieblingsstädte. Ausscheidung, ich habe das jetzt gemerkt. Ja, wir mussten, für die Leute, die es nicht wissen, Ausscheidung ist Terminator. Einfach. Einfach nur Terminator fahren, wir dürfen nicht letzter werden, es gibt einen Zeitpunkt anstatt Runden. Und das ist ein gutes Rennen. Krasse Kurve! Danke. Ja, der ist stärker, weil es ein stärkerer Motor hat. Anna Wong hat es nicht überlebt. Ja, das ist ja schade für die. Meine Kurve ist weg. Naja. Wir müssen aber wenigstens Erster werden, damit wir durchkommen. Uns nochmal. Erster werden will ich. Oh Gott, das war knapp.
Meter. Das hätte man auch besser anders lösen können. So. Und wir sind Erster. Sie wurden Erster. Na, das ist ja gut. Gut, wir haben ein bisschen übersprungen, aber wir wissen jetzt gemein, wie viele Punkte wir insgesamt bekommen haben. 6220, ja, das ist ja super. Ja, und somit sind wir Erster. Komplett Erster. Etappe 25. Wow, das ist, ja, das lief hier richtig gut geschmiert. Und hier sind wir wieder mal erst User. Wir haben die Voll Championship gewonnen. Wir sind wieder auf. Ja, wir sind immer noch auf 62. Ja, aktuell gut ist 31.000. Ich guck mal, was ich mir als nächstes für den PGR Shop leisten kann. Ich kaufe mir erstens mal den Chevy Paket. Und das sind die Autos, die. Das sind drei Chevrolet Autos. Die kaufe ich mir alle. So. Und dann kaufe ich mir danach den Streckenpaket. So. Einladung. Okay. Zeigen Sie diesem ganz besonderen Rennen, wie gut Sie wirklich Präzision fahren sind. Wenn Sie gut abschneiden, können Sie den exklusiven Jaguar D-Type freischalten und in Ihren nächsten Rennen fahren. Einladungshelfer schaffen Ihnen Zugang zu exklusiven Fahrzeugen mit Unterhalten. Wenn Sie das Turnier jetzt nicht spielen möchten, können Sie es nächste Saison. Ach so. Na gut, dann machen wir mal. Wir erhalten Pylonangriff. Ja, wir erhalten ein Auto, das wir sozusagen später fahren dürfen. Das ist der Jaguar D-Type. Zeitlimit 100 und wir müssen wenigstens Pylonen gut umfahren. Ja, das kann ja nur heiter werden. Immer die Ansicht. Ach, no. Pylonen angreifen, nicht Pylonen. Ah, ich dachte, Präzisionsfahren meinten die damit, ich soll jetzt Pylonen. Okay, ich bin irgendwie ein bisschen komisch. Angefahrene Pylonen, ja. Wir müssen wenigstens 100 anfahren. Ergibt Sinn. Wer hätte das gedacht, das wäre ein Rennwagen? Das ist einfach witzig. Oh Mann, machen die Modi Spaß! Ja, und solche Modis würde man selten in Rennspielen sehen, außer man würde sich selber sich Modis stellen. Beendet! Ja, Handy, danke, dass du jetzt gerade aufwächst. 101 Pylonen, na, das ist ja was. Einladung beenden. Ja, den Jaguar D-Type haben wir uns freigeschaltet. Gut gemacht. 16.800, ja. Pff. Wir haben mit keine neuen, also wir haben wirklich keine neuen Kudos verdient, aber dafür, hey, dafür können wir. Ich gehe mal auf meine Garage, ich dekoriere mal ein bisschen was. So. Ich ändere mal kurz mal das Fahrzeug. Wir sind hier Klasse E, ne? Nee. Klasse F sind wir. Ja. Da packe ich mal die Portier. Da packe ich mal. Lancia und da packe ich mal den Jaguar und hier, ja gut, hier packe ich höchstwahrscheinlich mein Motorrad. Ne, lass ich mal. Ja gut, dann spielen wir mal kurz mal eine Runde Gimmichi Wars.
Hoffe ich, funktioniert das jetzt. Nicht, dass ich jetzt auf einmal was kaputt gemacht habe. Ich habe das